Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Fae Farm. So, irgendwie, keine Ahnung. Ah, jetzt passt es mit der Ausdauer. Jetzt passt es. Jetzt ist die Ausdauer nach oben. Und wir haben den nächsten Rang erhalten. Und... da musste ich gucken, ne? Genau da. Wir sind jetzt Stufe 10 und können jetzt hoffentlich... das Haus aufbessern. Ne, können wir irgendwie nicht, ne? Fußboden. Bau verlassen. Bin ich irgendwie blöd und krieg das Haus nicht aufgebessert? Oder geht das nicht, wenn ich da drin bin? Hier geht das dann, ne? Wie hatte ich denn beim letzten Mal mein Haus aufgebessert? Denkt ihr, ich weiß das noch irgendwie? Irgendwie so komplett lost im Kopf. Krass, die Säge hat mich gerade voll weggeschossen. Okay. Aber auch schön... es hat aufgehört zu regnen. Ich darf wieder selber gießen. Bin ich natürlich wunderschön. So, dann gucken wir mal. Jetzt darf ich doch. Jetzt darf ich doch. Jetzt darf ich doch. Jetzt darf ich doch. Genau, diesen schönen Tisch bauen. So, das heißt, beim nächsten Mal heißt es noch mehr Energie. Den habe ich schon, glaube ich. Das müsste der da sein. Das heißt also auch hier polierter Amethyst. Amethysten habe ich jetzt zurzeit noch keine. Oder? Oh. Ich habe dafür Rosenquarz 5. Ist ja auch schon mal was. Weiß zwar noch nicht, wofür ich den brauche, aber... kann ich gießen. Das ist jetzt ärgerlich. Na egal. Das ist halt dann auch etwas, wenn es fertig ist, darf man es nicht mehr gießen. Erst im Nachgang. So. Das Wasser ist leer, ich glaub's nicht. Ich meine, gut, es waren riesige Felder, die wir da jetzt bewässert haben. Aber trotzdem. Sowas muss ja nicht sein. Das meine ich. Warum? Nein, nicht ziehen. Och, Mann. Du solltest gießen. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da ist noch was. Und ich glaube, da ist auch eine Pflanze, ne? Ich glaube, jetzt habe ich alle erwischt. Der Rucksack ist voll. Schön. Schön. Okay, jetzt kann ich das jetzt mal hier einsammeln. Dann nehmen wir hier einen Mana-Trank und... ernsthaft? Nein, jetzt habe ich die auch noch gestreichelt.
Muss den auch noch streicheln, genau. Ah, ne, die kann ich noch gar nicht. Gut. Ha, puh. So, das ist auch fertig. Dann ist erstmal alles wieder hier rein. Das da rein. So, dann gucken wir jetzt ganz kurz wegen den Frost drüben. Die kann ich doch jetzt hier entsprechend nochmal welche herstellen. Genau, 9 Stück. Machen wir das noch. Mais. Komm. Ich stelle einfach mal genügend her hier. Ich weiß nicht, wie viel ich habe, deswegen... Ich mache es jetzt einfach mal. Weil ich jetzt halt gerade einen anderen Fokus habe. Anrichte kann ich jetzt auch machen. Seht ihr mal. Die Anrichte ist dann auch fertig. Das heißt, das ist dann das nächste altes... Ne, 5 Silberbarren. So, und hier... Ja, hier brauche ich, wie gesagt, diese ganzen Sachen. Also, Orichalkumbarren habe ich schon erledigt. Granat und Orichalkumbarren und altes Bauholz. Und hier Silberbarren. So, was haben wir hier? Polierter Rubin. Saphir. Amethyst. Ist es hier irgendwas, was ich brauche? Hier brauche ich dann Seide. Okay. Das heißt also Baumwolle und dann die ganzen Sachen jetzt aus den anderen Räumen rein. Theoretisch, praktisch, physikalisch. Ach, ihr wisst, was ich meine. Bürsten, mutigen. Zack. Und Bürsten und da. So, so. Dann ist das auch schon mal erledigt. So, Stoff stellen wir denn hierher. Ich brauche einmal Baum. Brauche einmal das hier. Wollstoff. Perfekt. Und Rohbaumwolle kann ich auch einmal herstellen. Und wenn das dann fertig ist, dann... Das dauert noch. Dauert auch noch. Das dauert auch noch. Das dauert auch noch. Wunderbar. Dann ist jetzt die Überlegung... Habe ich schon irgendwas zum Pflanzen wieder? Nee, ne? Ja, 26 Kürbisse, aber sind wir ehrlich, nee. Der Rest, der braucht gerade noch. Da ist mein Stoff. Da ist der Stoff, dass ich das nächste bauen kann. Und zwar diesen Stuhl hier für mehr Lebensenergie. Die Bude wird voll. Das ist schön. Und dann können wir... Ich werde es hundertprozentig vergessen. Hundertprozentig, sage ich euch jetzt schon. Die armen Tiere, die tun mir jetzt schon leid. Hier. Die hier dann gezüchtet werden. Dann muss ich da runter. Kaufen, verkaufen. Hier kaufen. Von dem brauchen wir einen. Mandy.
Das ist Mandy. Na komm, Mandy. Achso, das ist Mandy. Ich wollte gerade sagen, wo ist Mandy? Mandy! Mandy, komm. Nein. Muss Mandy wahrscheinlich dann hier registrieren. Mich hier anmelden. Gehen wir mal rein, kümmern uns kurz um Mandy und bekommen unsere Seide. Ja, noch irgendwas? Ja komm, du kannst ein bisschen draußen rumrennen. Wahrscheinlich bekomme ich von Mandy erst am nächsten Tag was. So, dann fühlt sich Mandy jedenfalls wohl. Dann holen wir uns noch eine Mandy. Wobei, es klingt irgendwie komisch. Wir holen uns noch eine Mandy. Nee, es ist ja, Mandy ist ja nur der Name von dem Tier, aber nicht das Tier. Falcon! Na komm, Falcon! So. Falcon, ah, da ist er ja. Behaglich, tanzen, lachen, winken. Falcon! Komm, Falcon, komm. Wo ist denn Falcon? Du bist Falcon, ne? Wahrscheinlich gehst du jetzt erstmal rein, ne? Falcon ist verbuggt. Das ist ja schön. Ich liebe es, wenn ein Tier verbuggt ist. Frische Luft schnappen. Ein bisschen Kleefutter holen für euch. Muss man ja anscheinend alles haben. Ist sie noch unsicher? Ist sie auch noch unsicher? So, was brauche ich jetzt da für ein Siegel? Damit ich da schneller hinkomme. Rosenquarz. Habe ich Rosenquarz? Ach, Quatsch. Wo bekomme ich Rosenquarz? Treibende Ruinen. Ferrit, Ferrit, Ferrit. Rosenquarz. Moment, wo war das? Ich hoffe nicht, dass ich dafür... Das wäre jetzt ärgerlich, wenn ich... Nee. Ich habe den Rosenquarz, ja. Ich habe den Rosenquarz, Sekunde. So, ihr müsstet doch jetzt fertig sein, oder? Ich weiß nicht, ob ich die hier pflanzen kann. Das werde ich gleich erstmal herausfinden. Aber was ich weiß, ist, dass ich hier Diamantensiegel, Saphir, Rosenquarzsiegel. Ich brauche rauen Rosenquarz und Rauseisen und Kupfererz. Ich muss also extra nochmal runter. Na super.
Darf ich jetzt hier die Frostrüben pflanzen oder nicht? Oder gehen die hier ein? Nein, ich darf sie hier nicht pflanzen, ob man es glaubt oder nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Kommt jetzt für mich ein bisschen unerwartet. Nein, nein, nein. 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 Das Gute ist, ich muss nicht mehr gießen, aber trotzdem. Nein. Das mit den Frostrüben, das ärgert mich ja jetzt so ein bisschen, ne? Jedenfalls ist meine Mana wieder voll. Ich hatte mich ja schon um die Tiere gekümmert. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach mal schlafen. Wir haben ja jetzt massig Betten. Es müsste ja unsere Lebensanzeige nochmal nach oben gehen und unsere Ausdauer. Und wir gehen jetzt auf Stufe 13 hoch. Ja, guckt euch das mal an, ne? Da müsstet ihr auch jetzt glücklich sein. Glücklich sein hoch 10, ne? Ah, verdammt, ich bin so doof. Geh nochmal hier ganz kurz rein. Und gucken. Aktuelle Regenerationsrate 13. Okay. Wenn ich zu Hause bin, regeneriere ich. Okay. Zählt das eigentlich auch als zu Hause? Ah, das ist fertig. Ach komm. Das fand ich jetzt unfair, weil ich habe es extra noch versucht zu wenden. Er will mich veräppeln. Nee, er will mich verwässern. Okay. Jetzt noch hier gießen. Hier das bisschen gießen. Danke! Ja, das wird jetzt wieder lustig. Was kann ich gießen? Nein, 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 nein. Ja. Das kann ich gießen und... Also es ist gegossen, genau. So, dann wechseln wir mal ganz kurz hier hin. Ich hoffe, das reicht nicht von der Entfernung her. Okay, gut. So. Das pflanzen, das ernten wir und das ernten wir und das ernten wir und können dann aus dem Rotkohl erstmal wieder schön ein paar Samen machen. Ah. Wir können natürlich aber auch massig an Knoblauch pflanzen, ne? Dann machen wir halt Massen an Knoblauch. Ist ja auch kein Ding. Und da könnten wir dann auch nochmal wieder was pflanzen, was so in der Richtung ist, ne? Ah ne, jetzt erstmal hier den Rotkohl. Ja, 73 Rüben, komm. Gib ihm, Leute, gibt ihm. Ah, wir holen mal ganz kurz hier drin das alles ab. Und dann müssen wir ganz schnell rüber und gucken, ob wir jetzt unsere Seide da bekommen. Weil eigentlich brauche ich diese Tierchen hier gar nicht mehr. Ich brauche eigentlich jetzt gerade drüben eher die Tiere. Deswegen gehen wir mal schnell nach drüben. Ah, halt, da ist noch eine Pflanze, die ich noch nicht gegossen habe. Zum Glück hatte ich nochmal einen anderen Winkel jetzt gerade.
in die treibenden Ruinen. Zum Feenacker. In den nächsten Folgen nochmal Rosenquarz holen und Eisen und Bronze und ja. Halt all sowas, ne? Und dann auch wieder Sachen zum Verkaufen freigeben. So, die hüpfen doch hier irgendwo rum, oder? Ne, du bist es nicht, du bist es nicht, du bist es nicht. Wieso sind die nicht draußen? Mann! Ah. Neugierig. Neugierig. Seidenfäden. Zwei Seidenfäden. Dann lassen wir die noch raus. Und dann sind sie am nächsten Tag nicht mehr nur neugierig, sondern glücklich. Oder zufrieden, wie auch immer. Irgendwie sowas war das. So, schnell zurück. Ich möchte nur wissen, ob ich das jetzt schon herstellen kann. Kann ich jetzt mit zwei Seidenfäden schon Seide herstellen? Oder brauche ich wieder 20, 30 Stück? Nein, ich brauche 5 Stück. Das heißt also, ich sollte mir doch so 5 Stück von denen anschaffen, von den Dingern. Okay, aber dann wissen wir jedenfalls, was wir die nächste Zeit dann machen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch wieder, wie immer, fürs Einschalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ja, abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ich sage jedenfalls danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.